Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, einer neuen Bücherwoche und einer Woche, die sehr kalt war. Ja, der Winter ist gefühlt so ein bisschen da, besonders morgens ist es schon teilweise in den Minusgraden und ja, ich war noch ein bisschen unvorbereitet, als ich eines Morgens dann doch mal um 7:15 aus dem Haus musste. Muss ich ja dank Homeoffice eigentlich nicht, aber da war eben einfach ein Termin, der 7 Uhr wahrzunehmen war und es war sehr, sehr kalt, aber umso schöner dann doch die sonnigen Tage und Stunden, die wir ja auf Wochenende dann hatten, die wir auch nochmal mit 2 Spaziergängen und ja kleinen Wanderungen genutzt haben, was richtig, richtig gut tat, wenn es hell ist, wenn es schön ist, wenn die Sonne lacht. Und da geht es mir auch direkt ein bisschen besser, denn ich kämpfe schon so ein bisschen mit der Dunkelheit, besonders morgens, bis man da irgendwie, ja, oder auch bis der Körper da irgendwie in Schwung kommt. Das ja, ist nicht so richtig meins und ich merke auch, wie der Kreislauf seine Zeit braucht und wie mir morgens ein bisschen schwindelig ist und komisch ist. Und ja, das ist einfach nicht meine Zeit. Das wird eine Weile dauern. Ich habe jetzt auch mal einen Weihnachtswunsch geäußert zu einer Tageslichtlampe. Dann explizit natürlich auch fürs Büro. Im Wohnzimmer habe ich im Grunde schon eine Leselampe, die ja so in diese Richtung geht. Nicht hundertprozentig, aber ich hoffe, dass das einfach so ein bisschen hilft, diese Dunkelheit morgens, und dann ist es ja auch abends irgendwie schon ab 4:30 wieder dunkel. Ich bin dann froh, wenn es dann irgendwann wieder heller wird und schöner wird und ja, also ich sag mal so ab Ende, Mitte Dezember, wenn es dann wieder rauswärts geht, wie man so schön sagt, ja, ich versuche wirklich jeden Sonnenstrahl ein bisschen mitzunehmen, Mittagspause dann auch einfach mal eine Viertelstunde auf dem Balkon zu stehen, um Sonne aufzunehmen, Licht und natürlich auch das Vitamin D. Und ja, es ist einfach Winter, wenn man in diesen Breitengraden ist, muss man damit irgendwie leben. Das bestärkt mich nur immer wieder, noch mehr darüber nachzudenken, wo ich denn mal in, keine Ahnung, 20, 25 Jahren sein möchte. Und definitiv möchte ich im Alter nicht in Kälte leben, das muss ich ganz klar sagen. Das ist, glaube ich, so eins meiner Ziele und Wünsche, wenn ich irgendwann mal 60 bin, dann tatsächlich so den letzten Lebensabschnitt ja, woanders zu verbringen, wo es kein Winter, kein Schnee und ja, gibt aber okay. Ja, ansonsten war es so ein bisschen eine Weltschmerzwoche, wie ich fand. Es sind einige Dinge passiert. Es gab montags die Anschläge in Wien, ja, was mich doch ganz schön entsetzt und erschrocken hat. Und ich am Dienstagvormittag froh war, als ja, von einer guten Bekannten von mir die Info zu bekommen, weil ihr sind alle wohlauf, sie ist wohlauf und auch Familie ist wohlauf. Das finde ich immer am wichtigsten. Und ja, da ist mir dann schon so ein bisschen auch ein Stein vom Herzen gefallen, dass da alles gut ist, immer im Umkreis. Man kann natürlich sich immer nur auch um die sorgen, die man lieb hat. Und ja, da war ich tatsächlich ganz froh. Fand, dass das Thema aber doch ganz schön untergegangen ist, weil dann ja auch die Wahlen in den USA waren. Und ich möchte mich politisch dazu überhaupt nicht äußern. Zum einen glaube ich, dass mir das überhaupt nicht zusteht, aus Deutschland irgendwie eine Beurteilung dazu abzugeben. Zum anderen muss ich sagen, fand ich diese Show schon irgendwie eine Farce, die sich da abgezeichnet hat, und ich bin jetzt froh, dass das irgendwie mehr oder weniger rum ist, und ich ja, kann es jetzt auch einfach nicht mehr hören. Also ich frage mich nur, warum dieses Thema bei uns so relevant diskutiert wurde, weil ich oft den Eindruck habe, dass unsere eigenen Wahlen überhaupt nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, und hier haben wir dieses Spiel und diese Show so mitgemacht. Das, ja, fand ich extrem von unseren Medien, aber ja, das war so ein bisschen das. Und dann gab es eine Schreckensmeldung, die man, glaube ich, immer nur ganz kurz mal irgendwo gehört hat. Und zwar ist der, ja, das C-Virus mutiert in Dänemark, das irgendwie auf einer Nerzfarm. Nicht, dass das schlimm genug wäre, dass es Nerzfarmen nach wie vor in Europa gibt. Ganz legal, nein, es ist da im Grunde irgendwie mutiert, beziehungsweise hat das da dann auch 200 Menschen wohl schon infiziert. Und die Gefahr ist ja, wenn der Virus jetzt schon vorher mutiert, dass dann der Impfstoff, dass die Wirkung da im Grunde geschmälert wird oder aufgehoben wird, und dass man, ich glaube, 17 Millionen Nerze im Grunde einfach töten musste, einfach mal so jetzt in Anführungszeichen. Und da das Tierschutzthemen bringt mein Herz wirklich zum Kochen, und gerade auch dann noch so was Sinnloses wie Pelzfarmen, also was ja allein schon total hirnrissig klingt, weil es ist eben keine Farm, wo Old MacDonald irgendwie seine Hühner und Kühe hat. Das sind schon Lebewesen, die
eigentlich nur Produkte sind, die ihr ganzes Leben eingesperrt sind und gequält werden, missbraucht werden. Und jetzt müssen die noch so einen sinnloseren Tod als eh schon sterben. Also ja, das waren so die Themen, die mich da doch sehr, sehr beschäftigt haben. Und ich bin sehr dankbar, dass ich ein gutes Freundschaftsumkreis habe, dass ich in meiner Umgebung Menschen habe, die mir da eben auch einfach mal eine sonnige Umarmung schicken aus der Ferne, eben auch einfach einen lieben Gruß und ein Lächeln. Und das sind Themen, die mich tatsächlich hochbringen und die mich in der Woche auch ein bisschen aufgeregt haben. Und ja, wir teilen hier irgendwie so viel und natürlich teilt man nicht alles, was irgendwie privat ist, aber doch gewisse Themen teilt man. Und ich finde das einfach mal wichtig zu zeigen, dass das Leben halt nicht nur aus schönen Büchern besteht. Ich glaube, das ist uns allen klar. Und natürlich soll das hier eine schöne Welt sein und man will hier nicht von Problemen was hören. Aber ich bin halt tatsächlich auch nur ein Mensch und der auch noch anderes neben den Büchern faszinierend findet. Und ich glaube, da kann man einfach schon mal 3-4 Minuten darüber sprechen, was mich so in der Woche ein bisschen beschäftigt hat. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Können wir auch gerne in den Kommentaren uns ein bisschen austauschen. Was Freudiges unserem Nachwuchs, der hier gerade so wieder rumhuschelt. Ich glaube, der wird ähnlich kamerageil wie Frau Sunny, wuschelt hier rum, unser kleiner Sam, unser Vielfraß schlechthin. Dem verdanke ich im Übrigen auch den Kratzer hier am Hals. Also sollte sich jetzt fragen, Steffi, bist du gerade irgendwie einem Axtmörder entkommen? Es ist hier kein True Crime Video, sondern ja, es war der kleine Kater, der einfach übermüdet war und der Meinung war, wir springen mal auf Steffi rum und dann abgerutscht ist. Und es ist hier so die offensichtlichste Wunde, die man sieht. Über den Rest am Rücken wollen wir gar nicht sprechen. Er ist auch jemand, der super gerne die Beine hochklettert. Das versuchen wir ihm jetzt definitiv abzugewöhnen, weil das funktioniert noch, solange er so unter 1,5 Kilo wiegt und wenn man Jeans anhat, aber bei allen anderen Hosen und sobald er natürlich ein bisschen mehr wiegt, ist das vorbei. Und unsere Luna geht soweit auch gut, die ist sehr verschmust, sehr kuschelig, die schläft auch schon im Bett meiner Eltern, also ist da sehr vertraut und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und so die Zusammenführung der beiden Parteien funktioniert auch mehr oder weniger gut. Also Sam wird hier mehr oder weniger, ich sage jetzt erstmal noch ein bisschen ignoriert. Es wird manchmal mit ihm gespielt. Manchmal merken meine alteingesessenen Damen dann, oh, ich spiele hier mit dem, das geht gar nicht. Und dann gehen sie einfach oder fauchen auch mal. Aber ich glaube, das ist einfach nur normal. Mittlerweile gehen sie auch durchaus wieder mit runter, ignorieren auch da die neue Katze, wobei Luna schon jemand ist, die sehr neugierig ist, was natürlich auch ihrem jungen Alter so ein bisschen geschuldet ist und das auch schön ist, neugierig ist, hinterhergeht und die ist ja auch sehr gut sozialisiert, also will natürlich wissen, wer ist hier in ihrer Wohnung. Und das führt noch ein bisschen so zu lauteren Diskussionen, aber ich denke immer, solange keine Fetzen fliegen, ist alles soweit in Ordnung. Und das ist jetzt auch die perfekte Überleitung zu der kätzischen Woche, denn ich habe 2 Bücher über Katzen gelesen und einen Thriller und ihr findet alle Bücher unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr mehr Informationen braucht. Und ich glaube, jetzt auch genug gequatscht, jetzt starten wir mit den Büchern. Zum einen ist es von Dean Nicholson, Nalas Welt. Das Buch habe ich bei Vorablesen, glaube ich, bekommen. Ja, ich glaube, habe ich da gewonnen und zur Verfügung gestellt bekommen. Dann habe ich das neue Buch von David Michie, ich muss das hier dem Kater unterm Kopf klauen, von David Michie gelesen, Die Katze des Dalai Lama und die 4 Geheimnisse des Glücks. Das ist im Grunde der 4. Band dieser Reihe und ich habe mich sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass da was Neues rauskommt. Und und den Thriller der Woche ist dann Die App von Arno Strobel, das neue Buch von Strobel. Und es scheint so ein bisschen ein thrilliger November bei mir zu werden, worauf ich mich doch ganz gut freue. Ja, das sind die 3 Bücher der Woche. Die App haben wir gehört, richtig, das war das Hörbuch der Woche sozusagen. Und wir beginnen aber erst mit den kätzischen Büchern. Ich sag's jetzt mal so. Ja, wir haben Nalas Welt von Dean Nicholson. Für mich ein Highlight-Buch, das kann ich schon vorauswerfen. Ich habe das Buch entdeckt und ich mag Tiergeschichten. Ich mag auch Reisegeschichten und ich fand diese Kombi einfach super, super spannend, denn die Unterschrift heißt Ein Mann, eine Straßenkatze und eine Freundschaft, die alles ändert. Und wir erleben hier im Grunde die Reisegeschichte des Schotten Dean Nicholson, der aus Schottland eben zusammen mit einem Freund auf eine Weltreise aufbricht, das alles auf dem Fahrrad. Und
Ja, relativ früh trennt sich aber sein Freund von ihm und hat keinen Bock mehr auf diese Reise. Er hat auch seine Freundin in Schottland und will ja jetzt im Grunde nicht mehr mit ihm reisen. Dann macht die Nicholson alleine weiter und trifft dann irgendwo in den Bergen von Bosnien, Montenegro, irgendwie so, Geografie nicht meine Stärke, auf eine kleine Babykatze, die noch nicht alt ist, die am Wegesrand steht und ja, ihm dann im Grunde auch so ein bisschen nachgeht. Und ja, es ist wohl Liebe auf den ersten Blick, denn sie fühlt sich direkt bei ihm sicher. Er ist absolut vernarrt in sie. Und ja, der Tierarzt wird aufgesucht. Wir erleben da so diesen Start, auch wie er sein Fahrrad umbaut, wie er Vorkehrungen trifft, um mit der Katze weiter reisen zu können. Und ja, wir geben uns dann eben mit den beiden auf dem Weg ja, um die Welt, sage ich jetzt mal. Zudem kam da noch ein recht ernstes Thema, nämlich der Zustand unseres Planeten, was er so ein bisschen entdeckt, was er sieht, was er festhält. Er hat das auch alles, ich glaube, auf einem Blog festgehalten, auf Instagram. Es gibt auch YouTube-Videos, die man sich anschauen kann. Und ja, so fahren wir mit ihm durch Europa. Und ich glaube, so viel weiter war es dann, glaube ich, gar nicht. War da Europa? Naja, okay, wir haben auch noch ein bisschen Asien mit drin, mit der Türkei und Georgien. Ja, im Grunde so ein bisschen in die östliche Richtung. Und ja, er blickt sozusagen nicht nur durch seine eigenen Augen und erzählt uns, was er wahrnimmt, sondern auch er sieht die Dinge jetzt so ein bisschen durch Nalas Augen und bringt uns das auch ein bisschen rüber. Für mich ein wahrliches Highlight, nicht nur in dem Reisegenrefeld, sondern natürlich auch, was diese Tiergeschichte angeht. Ich bin ein Freund davon. Ich habe einige dieser Geschichten gelesen und ich liebe sie wirklich sehr. Und auch hier schafft es die Nicholson, mich zu begeistern, denn er erzählt eine sehr tiefgründige Geschichte. Man erwartet tatsächlich vielleicht gar nicht so viel von ihm und umso mehr ist man beeindruckt von seiner Sicht auf die Dinge, auf die Natur, auf wie er auch mit Nala umgeht, wie er sie auch so herannimmt und sagt, ich habe jetzt, ja, ich habe Verantwortung und ich muss der nachkommen und welche Kraft er auch aus ihr zieht und ja, wie beide so ein bisschen die Lebensretter für den anderen sind. Ich weiß, das wird bei vielen Büchern immer so gerne reißerisch erzählt, aber hier hat man wirklich das Gefühl. Es ist sehr flüssig erzählt, man hat das Gefühl, man liest es, als wäre es gesprochen worden. Mag ich super, super gerne. Man ist so ganz nah dabei. Man merkt diese Authentizität, die dahinter steht. Man hat nicht nur schöne Zeiten, sondern durchaus auch Probleme, egal ob es Grenzübergänge sind, ob es Nala etwas kranke Lunge ist. Und wir erleben da eben so auch ein bisschen den normalen Wahnsinn, den man mit Tieren hat. Und ja, was eben einen auch vor Probleme stellen kann. Es sind sehr kurzweilige Erzählungen von den Orten, von den Begegnungen. Wir treffen viele Menschen aus diesen Ländern, die er durchfährt. Und das fand ich immer super spannend. Ich mag sowas, wenn man ja, einfach mal auf ganz anderen Wegen, ja, auch auf die Einheimischen trifft, auf die Menschen vor Ort und finde das super, super spannend und mochte auch seine Ansätze, wie er da herangeht, sehr, sehr gerne. Es ist kein erhobener Zeigefinger, gerade was die Naturthemen, die Umweltthemen angeht. Da merkt man, dass er selbst Dinge noch lernt und auch von sich aus einfach sagt, ich kann gar nicht sagen, mach das so und so, weil ich es vielleicht auch ganz anders mache. Das hat mir sehr gut gefallen und ich glaube, dass man so auch Menschen einfach auf Themen aufmerksam machen kann und eben nicht dieses von oben mit erhobenen Zeigefinger, sondern einfach diese Wandlung mitgeht und man als Leser, in dem Fall bei Dean Nicholson, erlebt, wie er sich wandelt und dann eben sagt, ja, also man kann das irgendwie viel, viel besser greifen, weil er das tatsächlich sehr, ja, vorbildlich ist das falsche Wort, aber er eben auch selbst einfach lernt und man bei ihm diesen Lernprozess erfährt und dann natürlich auch einfach mitgeht und sagt, ich verstehe das Problem, was kann ich irgendwie tun? Und das ist der tiefgründige Teil der Geschichte und ich fand es einfach toll. Ich mochte die Freundschaft der beiden, ich mochte auch einfach so diesen Blick auf die Dinge, das hat mir unglaublich gut gefallen. Ich habe es auch in 3 Tagen, glaube ich, weggelesen, hat mir super viel Lesespaß gemacht, war eine tolle Reisegeschichte mit vielen Orten, mit Begegnungen, war eine tolle Tiergeschichte. Diese Tier-Mensch-Freundschaft finde ich richtig, richtig schön und ja, war eine tolle Geschichte. Wir haben in der Mitte auch immer mal verteilt ein paar Bilder, die er im Grunde dann einfach zur Verfügung stellt. Man kann sich, wie gesagt, aber eben auch einfach ja, die Internetseite anschauen.
anschauen, beziehungsweise sein Instagram. Da sieht man auch die ein oder anderen Bilder. Und ja, tolles Buch, richtiges Highlight für alle Tier- und Reisefreunde. Definitiv eine absolute Empfehlung. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und ja, wird, denke ich, auf jeden Fall auch ein Buch, dass das ein oder andere Mal von mir verschenkt wird. Auch das nächste Buch ist eine Katzengeschichte und zwar Die Katze des Dalai Lama und die vier Geheimnisse des Glücks von David Mishy. Das ist der vierte Band der Katze des Dalai Lama Reihe, wenn man so möchte. Man kann das Buch, ich glaube, auch relativ frei lesen. Ich empfehle aber natürlich die Reihenfolge, weil diese Reihe definitiv auch eine Herzensreihe von mir ist. Ich habe schon einige Bücher von David Mishy gelesen, nicht nur wenn es um die Katze des Dalai Lama geht, sondern auch noch zwei, drei andere Bücher von ihm. Habe auch noch die Queen's Corgi auf Englisch hier. Da geht es um die Hunde der Queen, darauf freue ich mich auch so. Und ich mag einfach David Mitchys Stil, wenn er die Katze des Dalai Lama uns präsentiert, weil er uns natürlich zum einen den Buddhismus, diese Philosophie sehr nahe bringt und eben auch so durch die Augen einer Katze die Geschichte erzählt. Und manchmal merkt man natürlich auch die Allüren der Katze durchaus durch. Ich kann die Reihe absolut empfehlen. Ich kann auch den vierten Band jetzt nach dem Lesen sehr, sehr empfehlen. Ich bin dieser Katze absolut verfallen und nicht nur ich, sondern eben in dem Beispielbuch sozusagen ja auch der Dalai Lama. Wir sind hier wieder bei der Katze seiner Heiligkeit, die ja auch Schneelöwin genannt wird oder auch Rinpoche. Sie ist auch Mausitunk und dann gibt es noch irgendwie, ich glaube, die schönste begehrenswerte Katze überhaupt. Also sie gibt sich da so einige Titel und sie ist vor 7 Jahren zum Dalai Lama gekommen. Der hat sie, ich glaube, damals auf der Straße gefunden, hat sie mitgenommen, hat sie in seinen Palast mitgebracht und seitdem darf sie im Palast wohnen, darf dort umherstreifen und erzählt uns eben so ein bisschen von ihrem Leben im Palast, bei den Treffen, die dann der Dalai Lama auch mit Persönlichkeiten, mit Berühmtheiten hat und erzählt uns da so ein bisschen die Fragen, die die Menschen bewegen, die Antworten des Dalai Lama, den Alltag, den es dort am Palast herrscht und das erzählt sie uns hier auch wieder im vierten Teil. Die prägnante Frage ist jetzt hier in diesem Buch die vier Geheimnisse des Glücks zu entschlüsseln und daraus eben eine Geschichte zu erzählen und das macht die Katze des Dalai Lama hier wirklich sehr, sehr gelungen. Ja, unsere Schneelöwin streicht also wieder ganz wunderbar durch die Palastgänge, bringt uns auch ins Umfeld mit. Wir treffen auf ja, bereits liebgewonnene Charaktere, die wir schon aus den anderen Büchern kennen und natürlich einfach auch aus Altbekannten. Und es fühlt sich direkt an, wie nach Hause kommen. Für mich ist auch der vierte Band ein absolutes Highlight. Es ist nichts, was irgendwie aufgewärmt wird, was jetzt sich irgendwie überzieht, wo man sich denkt, brauchte es noch einen Teil. Ich fand diese Suche nach den vier Geheimnissen des Glücks, fand ich richtig, richtig toll. Auch wie wir da hinkommen, wie wir das im Alltag sehen, wie wir das in Begegnungen wiederfinden, wie sich das in unserem Leben widerspiegelt und das eben alles sehr charmant über die Philosophie des Buddhismus und das macht David Mishy einfach ganz, ganz, ganz toll. Es ist einfach ein schönes Buch, es ist ein toller Stil, es sind ganz wunderbare Gedanken, die wir bekommen, die in uns dann auch keimen und ja, vielleicht zum Blühen beginnen und er bringt das einfach für mich perfekt rüber. Er macht das so ganz nah bei einem, er macht das durch diese besonderen Augen der Katze und er schafft es einfach, diese Philosophie ohne, ja, auch ohne erhobenen Finger oder so rüberzubringen, sondern ganz sanft, ganz leicht und dass man darüber nachdenkt, dass man das mitnimmt, dass man das auch wiedererkennt in seinen Tätigkeiten, in seinem Denken und das, ich finde das einfach großartig. Ich habe, glaube ich, selten so viel über den Alltag des Buddhismus gelernt, wie in den Geschichten rund um unsere Schneelöwin und finde das immer eine Bereicherung, neue Impulse, neue Denkanstöße und immer noch ein bisschen mehr, als ich eh schon weiß und das macht mir einfach große Freude. Es ist sehr humorvoll, es ist sehr leicht mit den typischen Katzenallüren, wo man eben auch mal schmunzelt, wo man seine eigenen Katzen durchaus auch mal wiedererkennt. Wenn man denkt, ja, ja, ich füttere hier, es stehen 3 hungrige Katzen um einen und es schmeckt absolut gar keinem von denen. Und man denkt sich, ja, genau,
So sind wir. Ja, wir Menschen verfallen natürlich unseren Katzen und so ist das hier auch. Und es ist am Ende eine ganz wunderbare Szene, die ich jetzt natürlich nicht spoilern werde, die mich wirklich auch zu Tränen gerührt hat. Und ich fand das so, so schön, diese, ja, auch Mensch-Katz-Beziehung hier zu sehen. Und ach, mich hat das sehr, sehr berührt und auch ganz viel Hoffnung gebracht und ja, jetzt bin ich direkt wieder gerührt, wenn ich drüber nachdenke, kriege auch direkt Gänsehaut. Ja, es war wunderschön und es gibt mir unglaubliche Hoffnung, was ja in meinem nächsten Leben irgendwie auf mich wartet. Und ja, auch besonders schön möchte ich hervorheben, ist das Mitgefühl, was uns in diesem Buch übermittelt wird und auch natürlich die Aussagen des Dalai Lama, die natürlich jetzt nicht also wahr sind, aber wo man eben weiß, so würde er tatsächlich reagieren. Ich fand das sehr, sehr herzergreifend. Ich fand das menschlich ganz wunderbar. Und bei all den Problemen, die die Welt hat, denke ich mir manchmal, vielleicht sollten wir uns einfach alle zurücklehnen und einfach alle mein Gespräch mit dem Dalai Lama führen und mit seiner Katze. Und vielleicht wäre dann die Erde ein besserer Platz. Ja, es ist sehr lehrreich. Wer sich mit dem Buddhismus beschäftigen möchte oder auch schon beschäftigt hat, wird hier auf jeden Fall auch immer ein bisschen was Neues herausziehen. Wie gesagt, ohne irgendwie herablassend zu sein oder so von oben herunter. Also das macht ja dieses Buch, diese Reihe einfach so, so besonders und ja, hat mir wieder große Freude gemacht und ja, bin ich auch dem Verlag sehr, sehr dankbar, dass ich dieses Buch zur Verfügung gestellt bekommen habe. Es ist tatsächlich jetzt auch nicht mehr tauschwürdig, denn es hat sich ich weiß nicht, ob man es hier so erkennt, es hat sich eine andere Katze schon dran vergriffen. Ja, da muss man jetzt tatsächlich aufpassen. Kleine Katzen lieben Bücher und irgendwo reinzubeißen. Ja, wer hätte das gedacht? manchmal denke ich, ja, ich bin zu alt für den Scheiß. Aber nein, sind wir natürlich nicht, vor allem wenn er jetzt so schön neben einem liegt und ja, so ist es. Und dann kommen wir zu einem Kontrastprogramm zu den kätzischen Büchern der Woche und wir kommen zu Die App von Arno Strobel. Das ist sein neues Buch, das habe ich zusammen mit der lieben Anka gehört. Schaut mal in die Infobox, ich verlinke die liebe Anka auch direkt mal, schaut gerne mal bei ihr vorbei. Und ja, wir haben uns wunderbar ausgetauscht, wir haben mitgerätselt bei diesem Thriller und wir beide waren mega, mega gespannt auf das neue Buch von Strobel. Ich fand ja im letzten Jahr offline wirklich großartig, war für mich ein Highlight. Zwischendrin haben wir im Leseklub, ich glaube, den Sarg gelesen, den ich auch sehr gut fand, aber halt ein bisschen anders als offline. Hier habe ich so das Gefühl, wir sind schon wieder eher in dieser Offline-Richtung drin, kommen aber wohl auch wieder so ein bisschen zu seinen Wurzeln, wenn man das so sagen kann. Der Sprecher des Hörbuches ist Sascha Rotermund und der macht seinen Job immer grandios. Ich höre ihm super gerne zu. Er hat es sehr atmosphärisch erzählt, er hat Spannung in die Stimme hineingebracht. Das hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Das möchte ich definitiv betonen. Wichtig zu wissen ist vielleicht, dass es ein Nachwort im Buch gibt, welches nicht mitgesprochen wird, was ich aber relativ wichtig fand. Anka hatte hierzu hat das echte Buch von Strobel sozusagen vorliegen, also das handfeste, und hat mir dann noch das Nachwort als Screenshot geschickt, dass ich es mir auch durchlesen kann. Ich finde es tatsächlich sehr wichtig, dass man das weiß und kennt und ja, vielleicht kann man ja, wenn man das Buch gehört hat, einfach mal in der Buchhandlung die letzte Seite sozusagen lesen, weil ich das tatsächlich gar nicht so unwichtig fand und sehr spannend fand, wie er im Grunde auch auf diese Idee gekommen ist. Ein bisschen schade, dass das bei der ungekürzten Version tatsächlich fehlt. Das hätte ich mir gewünscht, dass man das vielleicht dann trotzdem noch mit einspricht. In die App geht es um ein Smart Home in Hamburg. Und zwar bei Henrik und Linda ist ja das Zuhause, das Haus zu einem Smart Home geworden, was eben auch durch eine App auf dem Smartphone ja, bedient werden kann. Das Haus heizt von alleine, das Licht funktioniert von alleine, man kann Dinge steuern von außen oder auch von innen und ich kann so viel schon vorweg sagen, das ist für mich eine absolute Horrorvorstellung. Aber ich glaube, seit dem autonomen Fahren bei The Passengers ist das vielen klar, dass das so gar nicht meins ist. Umso spannender fand ich diese Idee, denn Henrik ist Arzt und wird eines Nachts zu einem Notfall gerufen. Er fährt in die Klinik und als er da wieder zurückkommt, ist Linda auf einmal verschwunden. Noch nichts deutet irgendwie auf ja, eine Entführung, auf einen Einbruch an. Er ruft auch direkt die Polizei, was ich sehr vernünftig finde. Das muss ich tatsächlich mal mit einwerfen. Die vermuten eben auch, dass es keine Entführung ist, sondern dass Linda eben einfach gegangen ist
Und ja, man fragt sich jetzt natürlich so ein bisschen, ist das wirklich Zufall? Ist Linda gegangen, obwohl sie sich ja sehr glücklich mit Hendrik war? Sie wollten bald heiraten. Dann gibt es noch einen weiteren vermissten Fall und ja, die Polizei strickt da so ein bisschen was um diese beiden vermissten Menschen und man fragt sie so, kann das wirklich stimmen oder welche Rolle spielte das Haus, das Smart Home, ja tatsächlich bei der Entführung? Konnte sich jemand Zugriff ermächtigen und was hat es mit den beiden Polizisten auf sich, die sich ja auch manchmal nicht ganz so einig sind, beziehungsweise ob sie der richtigen Spur folgen? Und dann gibt es noch Alexandra, die auch mehr oder weniger zur Polizei gehört, die noch ganz andere Ideen hat. Und in allem spielt eben die App eine Rolle, beziehungsweise das Haus, das vielleicht einfach das tut, was irgendwer anders möchte. Und ja, wir gehen jetzt zusammen mit Hendrik und auch Alexandra auf die Suche nach Linda und auch anderen Vermissten und ja, sind da so ein bisschen im Strudel, ja, im Grunde dabei der Menschensuche. Mich hat dieses Buch sehr, sehr angesprochen, denn es ist für mich eine unglaublich gruselige Vorstellung, in einem Haus zu wohnen, was bedient werden kann. Also damit meine ich jetzt nicht den Lichtschalter, sondern dass es Apps gibt, dass es eine Steuerkonsole gibt, wo ich alles einschalten kann, wo ich vom Büro aus die Heizung anmache, das Licht ausmache, die Rollos runtermache, was auch immer. Ich stelle mir das unglaublich gruselig vor. Der Türeingang funktioniert, ich glaube, nur über Finger und Iris-Scan. Das ist schon für mich, spätestens seit Dan Brown, ist das eine total eklige Vorstellung, was mit meinem Auge passieren könnte. Es ist wirklich, ja. Ich habe ein Smartphone, ja, natürlich ist das schon der Beginn in diese Richtung. Aber so ein Smart Home wäre für mich wirklich eine Horrorvorstellung. Allein diese vielen Kameras, die alles überwachen, die den Eingang überwachen. Und mein Gefühl ist halt immer, wenn ich das beobachten kann, kann es halt am Ende auch jemand anders. Und das ist für mich einfach eine total gruselige Vorstellung. Zudem einfach wie eine App. Also, ja. ja, allerdings liegt natürlich das Augenmerk auch nicht nur auf das Haus, sondern eben auch auf ja, die Vermisstensuche. Wir suchen eben mit Hendrik seine Verlobte Linda und steigen da doch recht tief in die Themen mit ein. Es hatte schon so ein bisschen was Kriminalistisches, dass wir eben hier jetzt nicht den Täter suchen einer Leiche, sondern eben eigentlich hoffentlich noch die Vermisste. Und das schafft für mich Arno Strobel wirklich großartig. Diese Suche, dieses ja, im Grunde Beweise finden oder eben auch nicht oder Hinweise finden oder auch nicht. Wir wissen nicht so richtig, tappen wir eigentlich total im Dunkel oder sind wir schon auf dem Ziel, irgendwie auf dem Weg. Es gibt so verschiedenste spannende Elemente, Wendungen, Informationen, die man wunderbar, wenn man das gemeinsam liest, auch zusammenfindet und auf Ideen und Gedanken kommt. Und das hat natürlich besonderen Spaß gemacht. Zudem schaffte Strobel Kleinigkeiten. Es gibt eine Szene mit Zahnbürsten. Also alle, die das Buch kennen, wissen jetzt, von was ich spreche. Ich fand das so, so, so großartig, dass ich echt dachte, das ist der Hammer. Auf das muss man erstmal kommen. Und das hat mir unglaublich gut an diesem Thriller gefallen. Diese Kleinigkeiten, die in Szene gesetzt werden und die dann gar nicht wichtig sind, aber man merkt, was dahinter für Ideen und Gedanken stehen. Und ich fand es zudem wieder sehr flüssig. Ich fand es sehr packend. Es gab logische Handlungen der Charaktere. Am Ende ruft endlich mal jemand die Polizei. Wie oft rege ich mich in Thrillern auf, wenn jemand eine Leiche findet und nicht die Polizei ruft, sondern sagt, ach ja, das suche ich den Mörder allein. Und ich denke mir, ja, genau so würde ich das auch machen. Nein, Hendrik ist hier ein sehr vorbildlicher Charakter, der die Polizei ruft, der die mit einbindet, der vielleicht auch an mancher Stelle merkt, ich komme hier eigentlich nicht weiter, aber der irgendwie vernünftig ist. Und ich fand das so, so erfrischend, mal so einen Charakter zu haben, der eben nicht einfach in ein Haus rennt, wo die Tür offen sind, wo irgendwie was komisch ist, der, also ich finde das, natürlich läuft er trotzdem in gewisse Momente hinein, wo man denkt, naja, vielleicht wenn man nochmal drüber nachgedacht hätte, aber mir hat das wirklich gut gefallen, dass wir hier einen vernünftigen Erwachsenen haben, der einfach mal handelt, wie ich es gefühlt eben auch einfach tun würde. Und passend dazu gibt es eben auch noch so andere Erzählstränge, die ich auch sehr spannend und packend fand, die auch an Brutalität schon so an die Grenze von mir gegangen sind, wo ich manchmal denke, oh, ist das eklig. Aber gehört natürlich irgendwie in den Thriller durchaus eben auch mit dazu. Mir gefällt von Strobel sehr sein direkter und präziser Stil, dass er hier wirklich auf den Punkt kommt. Es ist dennoch sehr, sehr spannend, aber es ist einfach so,
da ist es und mach was draus, Leser. Und das mag ich unglaublich gerne bei einem Thriller, weil es ist lebendig, es ist schnell, wir kommen auf viele Themen innerhalb von dem Leseabschnitt, das fand ich wirklich ganz, ganz toll. Allerdings, und das ist wahrscheinlich so meine Kritik, wendet sich das Thema irgendwann zu etwas anderem und das fand ich sehr schade. Das war echt was, wo ich immer noch, obwohl es schon 2-3 Tage vergangen sind, darüber nachdenke, also wollte ich etwas zu diesem anderen Thema lesen oder hätte ich nicht mehr Smart Home gewollt? Also ja, man muss sich ein bisschen bewusst machen, und ohne dass ich spoilere und dass ich was sage, was das andere Thema vielleicht irgendwie ist, aber es wird eine andere Tür aufgemacht, die ich nicht erwartet habe, die es jetzt nicht schlechter gemacht hat, aber ich hatte einfach eine andere Erwartung an das Buch. Aber dafür kann jetzt natürlich der Autor nicht, dass ich hier irgendwie vielleicht mit einem Stück rein in diesem Smartphone rechne oder wie Smartphone, nein, im Smart Home rechne, wo Dinge passieren, keine Ahnung, und keiner rauskommt, keiner reinkommt oder wer kommt rein und wer nicht und wie auch immer. Das ist ja meiner Fantasie, ne? Oder mein Gedanken, wenn man eben das von der Entführung liest. Das Ende kriegt von mir auch so einen kleinen Kritikpunkt, denn mir ging es zum Schluss dann doch ein bisschen schnell. Also es ist unglaublich viel am Ende von 15-20% passiert, wo ich dachte, huch, wir stolpern von einem zum anderen. Das ging mir tatsächlich einfach ein bisschen zu flott. Und ich fand es vielleicht auch einfach ein bisschen zu einfach, wenn ich ehrlich bin. Und vielleicht auch so eine Spur drüber. Das fand ich aber gar nicht so schlecht, aber ich hätte mir tatsächlich ein bisschen nicht mehr Spannung, die war definitiv bis zum Schluss vorhanden. Wobei man schon gewisse Dinge so ein bisschen erahnt hat und gerade wenn wir zu zweit gerätselt haben, ist man doch auf das eine oder andere so ein bisschen gekommen. Aber es ging mir, glaube ich, einfach zu einfach und zu schnell am Ende. Das fand ich so ein bisschen... Ja, war definitiv nicht mein letzter Strobel. Es ist ein sehr gelungener Strobel und ein gelungener Thriller. Ich würde ihn vielleicht irgendwie so bei 4 Sterne einsortieren, weil er wirklich vom Spannungsgrad mir sehr gut gefallen hat, auch von den Themen und eben auch so diese gruselige Vorstellung eines Smart Homes. Und das ist für mich wirklich eine gruselige Vorstellung. Ja, das brauche ich, glaube ich, einfach nicht. Nein. Ja, aber kann ich definitiv empfehlen und ich glaube, wer offline gefeiert hat, dem wird auch die App gefallen und von daher, da glaube ich, kann man auf jeden Fall seinen Thriller-Spaß haben. Das soweit zu den Büchern. Serientechnisch gibt es noch nichts Neues, habe ich nichts geschaut, filmtechnisch auch nichts weiter. The Masked Singer läuft, es wurden ja jetzt insgesamt schon drei Leute demaskiert. Finde ich nach wie vor super spannend, super interessant und ich mag dieses maskierte Miträtseln und dann eben auch Musik und Entertainment. Das macht mir tatsächlich großen Spaß. Ja, ansonsten gibt es tatsächlich, glaube ich, gar nicht weiter zu erzählen, war ja auch schon genug zu Beginn. Ja, alle Bücher findet ihr in der Infobox, auch den Leseklub, weil mich da immer Leute mal noch fragen, findet ihr auch immer unten in der Infobox, schaut da gerne mal vorbei. Wir starten ja, glaube ich, dann nächste Woche mit dem Walter Mörs, also schaut da gerne vorbei, wenn ihr Lust habt. Ich weiß nicht, ob aktuell noch die Umfrage läuft für unser Winterbuch, die könnte jetzt, glaube ich, noch bis Samstag laufen. Nein, bis Sonntag, was ist heute, Samstag für euch, schaut da auch gerne nochmal vorbei, wenn ihr da vielleicht noch mitvoten wollt oder welches Buch dann im Dezember gelesen wird. Und das war es jetzt soweit von mir. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, freue mich darauf, von euch zu hören, was ihr gerade ein bisschen lest oder auch als Hörbuch hört. Lasst uns da gerne auch in den Kommentaren austauschen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wünsche euch ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.